Die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Außen hui, innen tui. Ich möchte diesen problematischen Titel im Folgenden genauer beschreiben. In der heutigen Zeit sind narzisstische Störungen viel mehr verbreitet als noch früher. Das hängt auch mit unserer gesellschaftlichen Veränderung zusammen, dass halt der Individualismus eine Ideologie wurde, dass der Individualismus einen wichtigen Wert darstellt in unserer Gesellschaft und sehr oft mit Egoismus verwechselt wird. Und aus diesen Verwechslungen und auch schlechten kindlichen Erfahrungen, negativen Erfahrungen, entstehen Persönlichkeitsstörungen narzisstischer Art. Und einer Persönlichkeitsstörung muss man sich auch klar bewusst sein, dass es eine psychische Erkrankung ist, die sich im Laufe der Entwicklung herausbildet. Es ist nicht eine Störung, die durch ein traumatisches oder durch ein im Moment geschehenes Ereignis passiert, sondern im Laufe des Lebens ausbildet. Und man kann sich vorstellen, dass diese narzisstische Störung sich immer im Laufe des Lebens verschlimmert. Sie hört nicht auf, diese Entwicklung. Deshalb hört man immer wieder, wie Menschen darunter leiden, wenn sie mit Narzissten in Beziehung geraten, sei es privat oder beruflich. Die Begegnung mit einem Narzissten. Wie sieht das aus? Wird man mit Narzissten, Menschen, die unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden, konfrontiert, beschleicht uns ein sehr unangenehmes Gefühl. Wir fühlen uns von diesen Menschen dominiert, nicht wahrgenommen. Andererseits bemühen sich Narzissten beständig, von uns gelobt, geliebt und bestätigt zu werden. Die Spannung, die man da spürt in der Beziehung zu Narzissten, ist genau diese Ambivalenz. Einerseits eine Ablehnung, ein Nicht-Wahrgenommen-Werden und andererseits ein Bemühen, geliebt und anerkannt und gelobt zu werden. Die Narzissten entwickeln dabei einen brillanten Beziehungsstil, uns immer wieder zur Bewunderung ihrer Person zu verführen. Trotz innerer Widerstände können wir uns dieser geschickten Manipulation nicht entziehen und fühlen uns missbraucht, aber verspüren Hemmungen, uns dem geschickten Ansinnen von Narzissten zu widersprechen. Denn gleichzeitig mit der Verführung vermitteln Narzissten uns nonverbal, ja drohend, dass es heftigen Streit absetzen würde, wenn wir ihren Ansprüchen nicht gerecht werden. Gerät man tiefer und enger in eine Beziehung zu einem Narzissten, dann wird es eine Hölle der Beziehung mit einem Narzissten. Der Narzisst stellt die Regeln auf, nach denen sich alle zu richten haben. Diese Regeln gelten für alle, außer für den Narzissten selbst. Narzissten kennen ein unendliches Repertoire, andere Menschen zu demütigen und zu verachten. Man kann sich noch so viel Mühe geben, einem Narzissten alles recht zu machen. Nie wird es jemand gelingen, dieses Ziel zu erreichen.
Die Beziehung zu einem Narzissten ist nur von kurzer Dauer, eitel Sonnenschein. Sehr schnell artet die Beziehung in Streit aus. Aus für mich unergründlichen Ursachen löst mein Verhalten bei einem Narzissten Wut, Kränkung und tiefste Beleidigung aus. Narzissten neigen zu absoluter Kontrolle und sind sehr misstrauisch. Die Wut und Kränkung setzt immer dann als Reaktion ein, wenn ich es wage, Bedürfnisse an einen Narzissten zu richten. Er empfindet dieses Ansinnen als Anmaßung und Unverschämtheit. Entweder werde ich äußerst aggressiv beschuldigt und mit den oben beschriebenen Verhaltensweisen kurz und klein geschlagen, oder ich werde eiskalt fallen gelassen und der Narzisst gibt mir zu verstehen, dass er mich nicht kennt, ja, dass er mich nie gesehen hat und nicht mal weiß, wer ich eigentlich bin. Ich bin von einer Sekunde auf den anderen Luft für ihn.